Sagen wir es doch so, wie es ist. Die haben Silverstone verkackt. Silverstone war vor dem Umbau, fragt mich jetzt nicht mehr, wann das war, irgendwann Mitte der 2000er, viel schöner. Punkt aus Ende. Ich weiß nicht, wer sich da was abgeguckt hat. Ob sich der Nürburgring das vom Silverstone abgeguckt hat oder andersrum. Sektor 1 ist einfach nur noch Mickey Mouse geworden. Auf beiden Strecken. Früher war Silverstone, die erste Kurve war, jetzt fragen wir nicht nach den Namen, die Lewis-Max-Kurve. Dann weiß auch wohl jeder, was ich meine, hoffentlich. Das war Kurve 1 und dann ging es ja nach das Geschlängel rein. Das war der Start. Und auf Nürburgring war ja auch die relativ schnelle Rechts-Links-Schikane und dann ging es schon runter Richtung, da kam noch diese Links-Rechts und dann kam es aber zum Schumacher-Kurve, beziehungsweise heute heißt es ja Dunlop-Kehre, glaube ich. Egal, ich fahre mal lieber im Training. Die verhunzen die Strecken alle. Was war das denn? Was war denn das? Auto ist kaputt. Total Schaden. Ich glaube, der Körper war zu hoch. Ach nee, ich kann das hier drüber machen. Ne? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich wollte neu starten. Verlassen. Training neu starten. Ey, der Körper hat mein Auto kaputt. Was? Ich dachte, sowas geht nur in der F1. Gut, der Dodge liegt sehr tief, ne? Es fehlen 30.000stel. Ich habe mich gerade schon innerlich gefreut und dachte mir, oh, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass ich das noch hinkriege. Man sollte halt niemals aufgeben. Es fehlen trotzdem ein paar Tausendstel. Naja, ich bin aber fast rangekommen. Damit bin ich zufrieden. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, das könnte eine gute Startposition für mich bedeuten. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich waren jetzt alle wieder viel schneller und ich starte wieder von ganz hinten und so weiter und so fort. Das Übliche halt. Ne, 17351 ist tatsächlich. Nee, da. Nee, da. Auf. Ah ne, warte mal. 16, oh, Entschuldigung, das sind 16. 1, 7, 3, doch hier. Platz 4. Platz 4, ja, guck mal. Von ganz hinten in Virginia. In die zweite Reihe in Silverstone. Gut, hier gibt es aber auch nur zwei nennenswerte Kurven. Gewühlt. So ein Auto hätte ich übrigens brauchen können. So ein Ford Sierra Cosworth. Das wäre es eigentlich gewesen. Das, was da links fährt. Oder auch hinter mir. Oder V8 Power. Junge, 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 Junge. Der hat reingezogen. Meine Chance. Erster, erster. Ich gewinne das Ding. Oh. Ist mir im Training nicht einmal passiert. Okay. Bin jetzt mal gespannt. Also im Training waren die eine Sekunde schneller als ich. Die müssten mir eigentlich jetzt auf den Fersen bleiben. Im Getriebe. Am Auspuff, Entschuldigung. Das Getriebe ist ja vorne.
Man merkt halt in den Kurven, der schiebt so nach vorne. Die anderen können die Kurve halt viel länger nehmen, beziehungsweise mit mehr Geschwindigkeit. Aber auf den Geraden, da haben die keine Chance. Wie der immer rankommt hier in der Kurve. Ich finde das lustig. Und beim Rest der Strecke keine Chance. Ja, wobei, das stimmt nicht ganz. Hier kommt er auch wieder sehr nah ran. Also eigentlich in allen Kurven, wenn man ehrlich ist. Also für die nächste Klasse muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber die Amerikaner haben ja noch andere Autos. Wobei, die Runde ist gut. Ja. Letzte Runde, du schaffst das. Der kann halt so heftig innen fahren. Das war sehr gut. Der wiegt doch eine gefühlte Tonne weniger als ich. Und ich kann halt nicht aufs Gas latschen, weil... geht alles hinten hin. Der ist nur am Durchdrehen. Aber egal. Das Ding ist durch, das Ding ist gewonnen und Autostufe 33? Ne, 32 anscheinend. Schade. Bringt mir sowieso nichts. Das war eine gute Leistung. Wir sind auf P1 gelandet. Also rein theoretisch ist Platz 1 noch möglich, aber dazu müssten noch viele andere Dinge passieren, die nicht passieren werden. Dazu müsste beispielsweise Kollege, ja, die oberen beiden dürften noch ein wenig Punkte holen. Das wird nicht passieren. Nürburgring. Ach, guck mal, ich habe vorhin noch drüber geredet. Interessant. Nürburgring. Interessant, interessant. Die einzige Strecke, bei der ich mal live bei einem Formel 1 Rennen dabei war. Haupttribüne gegenüber Boxengasse. Brauche ich nicht nochmal. Natürlich, typisches Eifelwetter, es regnet. Oder die Strecke ist nur nass. Oder es sind Spiegelungen, die irgendwo herkommen und rein gar nichts zu sagen haben. Ich traue dem Spiel alles zu. Es regnet, okay. Typisches Eifelwetter. Rund um die Eifel, 30 Grad und die Sonne knallt. Eifel, 10 Grad Regen. Das ist völlig normal. Das hat rein gar nichts mit Klimaerwärmung zu tun. Die gibt's ja nicht. Habe ich mir sagen müssen. Habe ich gehört. So. Leider gibt es kein 200 Meter Schild. Ja, wobei, das brauche ich gar nicht mehr. Naja, ich fahre mal, ne?
Die Runde sollte reichen. Jo, die reicht. Ist zwar nicht gültig, weil ich einen überholt habe mit leichter Berührung, aber das ist mir egal. Wenn die nicht Platz machen im Training, kann ich ja nichts dafür. Vor allem ist der, den ich überholt habe, aus der Box rausgefahren. Der war quasi aus seiner Outlap. Inlap? Ne, Outlap. Ja, und blockiert natürlich die Ideallinie, ganz klar. Guck, mit meiner Zeit. Ach so, warte mal. Das war die gültige. Scheiße, was habe ich denn hier? Nein. 32,3 plus 1,7 Sekunden. Wo war ich denn da jetzt? Oh nein. Äh, 30,6 müsste ich gewesen sein. Na gut, das ist... Okay, das ist jetzt nicht so viel. Was? Warum bin ich denn so langsam? Ich stelle mich da. Ich verstehe das System dahinter nicht. Weil sie jetzt knackig die vorgegebene Zeit und darf mich nach ganz hinten stellen fast. In Silverstone habe ich die Zeit nicht geknackt und durfte ganz vorne stehen. Hä? Und es regnet. Natürlich regnet das. Ja, Sina! Hey, du, ihr seid doch alles. Ja. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 2,5 Sekunden. Wofür? Nee, da starte ich neu. Geht das schon wieder los? Wofür? Die Zeitstrafe, das verstehe ich nicht. Ich war rechts, der zieht nach rechts. Nach der Kurve war ich ganz links außen am Rand. Ich konnte nicht mehr da links. Der fährt mir rein. Ich krieg die Strafe natürlich. So, ich stelle mich nach vorne. Alles klar. Frechheit. Absolute Frechheit. ...2,2 Sekunden Strafe. Für was? Für nichts. Disqualifizier mich halt. Ohne Berührung. Keine Strafe. Jetzt geht's auf einmal. Ich muss schon sagen, bei dem Wetter und bei den Lichtverhältnissen, da zeigt die Grafik was Kampf von dem Spiel. Das sieht echt schön aus. Ja, und jetzt habe ich's. Ich habe den Regen komplett unterschätzt. Der Zentimeter, den ich jetzt daneben war. Ihr seid aber auch pingelig.
glaube, das war es schon wieder. Mehr nach vorne können wir nicht. Oder weiter nach vorne. Oder? Moment. Ich habe die Gerade vergessen. Oh nein. Und das Wasser habe ich vergessen. Nein, 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 nein. Ich verliere so einen Platz. So wird ein Schuh draus. Ich kämpfe mit allem, was ich habe. So, hier aufpassen. Ja, da war sogar ein bisschen zu früh. Wird heller. Kommt die Sonne raus? Oder fahren wir in den Tag rein? Ich glaube, wir fahren in den Tag rein. Ja, oh Gott, was macht der denn? Ja, das war's dann. Die 5 Sekunden nach vorne hole ich mir auf. Eine noch. Los, ein starkes Finish. Ringer nachgelassen, glaube ich. Ist nicht mehr ganz so nass. Merkt man an den Windseiten. Und an den Bremspunkten. Die wandern langsam wieder nach hinten. Also es ist zwar noch nass, aber es schüttet nicht mehr. Das Gewitter ist auch weg. Man könnte eigentlich schon fast vom Sommerwetter reden, Eifel. Oder auch in England. Was ich immer noch ein bisschen schade finde, ist, dass es keine Reifenspuren auf der nassen Strecke gibt. Wenn du echt mit dem Auto da drüber fahren würdest, vor allem mit den breiten Reifen und mit den Geschwindigkeiten, würdest du Fahrspuren sehen. Das sieht man leider nicht. Und vor allem sich eine abtrocknende Spur bei 24 Autos, die sieht man überhaupt nicht.
Das finde ich echt schade, dass das nicht umgesetzt worden ist. Weil sowas, sowas mag ich ja. Ich mag ja Regenwetter. Und wenn sich da noch eine Fahrspur abbildet. Ich finde das cool. Frag mich nicht wieso. Ist so. Ich habe übrigens noch eine Sekunde aufgeholt, glaube ich. Aber na gut, das reicht natürlich nicht. Also das Spray sieht ganz gut aus, so die Pfützen auch und das Spiegelung. Das Spiegelung auch. Wir sind auf P4 gelandet. Aber ne, da fehlt halt noch so ein bisschen was. Aber gut. 233, damit lag ich gar nicht so schlecht da. Finde ich gut. Das ist damit Top 3. Cool, mit einem Punkt Vorsprung vor der 4. Hätte ich es nicht gedacht. Ja, dieses Auto fahren wir vielleicht dann nochmal in einer weiteren Klasse. In einer höheren Klasse, aber dafür war das nichts. Overpowered dafür, definitiv. So, meine Autos. Ich habe 4 zugelassene Autos für dieses Ding. Alles ein. Ne, Quatsch, ist gar nicht alles ein. Hyundai. Aber wäre es jetzt nicht schlau, den Dodge. Ich fange schon wieder damit an, ich weiß. Den Dodge. Zu nehmen. Ich will von diesen Autos nichts. Ich will. Nee. B. Wir machen das anders. Wir haben genug Autos. Wir sortieren jetzt mal nach Wert, nee, nach Autostufe, genau. Gehen wir ganz nach rechts. Gut, das ist übertrieben. Den Honda, nee, das ist ein Racing Honda, da kannst du vergessen. Der i8, nein. Und da ist dann schon der Challenger. So. Wir haben noch den Cobra, aber der ist C. Den kriege ich niemals auf B. Und dann haben wir noch. Die sind overpowered dafür, glaube ich. Was ist denn mit dem hier? Kann ich den Ford Mustang nicht nehmen? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ah, ist doch richtig, oder nicht? Warte mal, was für ein. Was war das jetzt für ein Dingens? Karriere? Ich muss noch mal kurz gucken, ich habe es wieder vergessen. Ach, B. Entschuldigung, B. Kriegen wir den Mustang runter auf B? Oder ist das dann schon wieder so eine Sache wie mit dem Dodge? Wobei der Dodge ist ja. Ist ja. Ich weiß nicht. Ich will kein neues Auto kaufen. Ich will mal Autos nehmen, die wir schon haben. Wie mit dem Dodge, nur halt in besser. Ich schlage mal vor, dass wir den Ford nehmen. Und gucken, dass wir den auf B kriegen. Weiß ich ja nicht, ob das geht. Was hat denn der? Nee, der standardmäßig. Nee, das funktioniert nicht. Der hat standardmäßig schon über A. Den kriegst du soweit gar nicht runtergedrückt. Da müsstest du dann fahre ich ja wieder ein standardmäßiges Auto. Nein, machen wir nicht. Habe ich mich gerade dagegen entschieden. Mit dem ist es auch nicht möglich. Mit dem auch nicht. Mit dem auch nicht. Dann würde ich gerne das probieren mit. Wo ist er denn? Achso, ich habe die falsche Sortierung drin. Entschuldigung. So, jetzt. Ich habe so den Escort irgendwo noch. Da! Ne, den Cobra, nicht den Escort. Den Cobra habe ich da noch. Den würde ich gerne nehmen. Wobei mit. Der ist C. Willst du mich verarschen? Aber der hat noch Punkte über. Guck mal, Leistung. So, jetzt pass mal auf. Der hat schon die Reifenmischung. Der ist zu schwach. Das wäre das perfekte Auto für die C-Klasse gewesen. Super. Ich kriege den damit auf 519. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ach, jetzt brauche ich ja 3 Millionen Jahre hier, um das Auto auszuwählen, weil ich kein neues kaufen will.
funktioniert nicht. Warum ändert ihr die Sortierung morgen? Das nervt. Tja, was nehmen wir denn dann? Den könnten wir halt nehmen, aber ich will den Hyundai nicht fahren. Mir gehen die Alternativen aus, bin ich ganz ehrlich. Kriege ich den auf B runter? Den Camaro? Versuchen wir mal. Wir gehen mal in Upgrade und Tuning. Wir gehen mal hier rein und speichern das Ganze mal ab. Aber geben das nicht frei. Oh. Habe ich das schon? Ist das das hier? Autosave Karriere tun. Das könnte das sogar sein. Ich speichere das mal. ZL1. Welche Autostufe hat denn der jetzt? 44? Verdammt. Steht nirgendwo. Ach, das ist doch wieder belastend. 700. Ah. Machen wir das mal so. Damit ich das wieder laden kann, falls das zurücksetzen nicht funktioniert. Oder sich über nichts bringt. So. Auto auf Serie zurücksetzen. Ja. Der ist bestimmt immer noch über A. Oder über B, so rum. B583, das ist der genau derselbe Mist wie mit dem Dodge. Ja, nee, komm, ich mach das anders. Ich beuge mich. Aber bitte ich das nicht wieder vergesse. Lade ich das wieder. Ich fahre den Hyundai. Ich will zwar nicht, aber mir bleibt keine andere Wahl. Nervt. Ich will den Hyundai nicht fahren. Wo ist der Hyundai? Der ist das. Haben wir wirklich keine andere Alternative? Was war denn mit dem hier? Ach so, nee, ging ja nicht, weil ja, wegen Autostufe. Ja, der Z4. Ah, der ist auch schon wieder zu. Das bringt doch alles nichts. Ich sehe euch doch schon wieder Augen rollen. Sorry. Ich guck nur was. Ich probiere nur was aus. Lasst mich alle in Ruhe. Ich werde es bereuen. Ich weiß es jetzt schon. Ich werde sowas von bereuen. Wichtiges. Nee. Ja. Ist das eine gute Idee? Der wiegt nur noch 1248 Kilo. Das ist halt nichts. Das wird funktionieren. Bremsen 2936, Handling 2533, Geschwindigkeit besser und Beschleunigung. Das wird funktionieren. Ich fahre den Dodge weiter. Ich fahre den Dodge weiter. Lasst mich alle in Ruhe. Gott. Oh Gott. Ich werde es eh wieder bereuen. Ist mir egal.
So, B-Klasse. Es gibt so viele schöne Autos. Guck mal hier. Guck mal hier. Eine Corvette Z06. Das wäre doch was. Aber dann wird, ne, wieder Level 1. So. Was haben wir denn noch? Lamborghini Countach. Oh, schönes Auto. Richtig schönes Auto. Camaro Supersport. Den, warum nehme ich den eigentlich nicht? Aber weil ich da nicht viel tunen kann. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Der Ford Mustang würde auch gehen. Dodge Challenger, das wäre auch was. Eine Cobra. Nur eine Cobra. Es gibt so viele schöne Autos in der Klasse. Und ich versuche hier den blöden Dodge irgendwie hinzukriegen. So, nach langem Hin und Her habe ich mich doch für den Hyundai entschieden.